Teil unserer Serie wollen wir uns vor allem mit dem 19. Jahrhundert befassen. Am Anfang steht Napoleon Bonaparte und der Untergang der Grande Armee in der Schneewüste des russischen Winters. So seltsam es klingt, im Tross dieser imperialen Truppe ist das Gedankengut der französischen Revolution nach Russland eingeschleppt worden und es hat weitergewirkt unter den Intellektuellen und später unter den Revolutionären. Eine Gärung hat begonnen und man möchte fast meinen, es führte eine direkte Linie von dem Einfall Napoleon Bonapartes bis zur bolschewistischen Revolution von 1917 und bis zur Ermordung der Zarenfamilie. Auf dem Schlachtfeld von Borodino sammelt sich im Sommer 1812 das russische Heer zur Entscheidungsschlacht. Napoleon Bonaparte ist mit der Grande Armee mit einer 500.000 Soldaten in zügigem Vormarsch auf Moskau vorgedrungen. Jetzt endlich stellt sich General Kutusow der gallischen Herausforderung. Die heiligen Ikonen und die segnenden Popen begleiten die Herrscher des Zaren in ihrer Schicksalsstunde. Hier steht mehr auf dem Spiel als die Eroberung der alten russischen Hauptstadt an der Moskwa. Unter der französischen Trikolore brandet das Gedankengut der Aufklärung, der Volkssouveränität, der Volonté générale gegen das Erbgut byzantinischen Gottesgnadentums, gegen das mächtige Bollwerk der willkürlichen Autokratie und einer exklusiven Adelsherrschaft an. Der Imperator des Westens, Napoleon Bonaparte, erscheint in dieser euroasiatischen Unendlichkeit nicht so sehr als ein kaiserlicher Usurpator aus Korsika. Er verkörpert, wie Hegel es ausdrückte, den Weltgeist zu Pferde. Im Gemetzel von Borodino siegen die Franzosen mitsamt ihren europäischen Trabanten und Hilfsvölkern unter schwersten Opfern über die Soldaten des Zaren. Der Weg nach Moskau steht nunmehr offen. Aber der Triumph ist bitter und Napoleon reitet in eine von der Bevölkerung fluchtartig verlassene Stadt ein. Beim Gang durch den Kreml mag der Empereur sich des Wahnwitzes dieser überdimensionalen Expedition bewusst geworden sein. Am liebsten würde er die Basiliuskathedrale, die einst Ivan der Schreckliche als Monument seines Sieges über die Tataren errichtete, durch seine Sapeure sprengen lassen. So barbarisch und asiatisch erscheint ihm dieses extravagante Bauwerk. Zar Alexander I., der russische Gegenspieler Bonapartes, weist den Gedanken an jeden Kompromiss, ja an jede Verhandlung weit von sich. Spätestens in dieser Stunde durfte der Korse an die Warnung eines seiner Berater gedacht haben: On ne peut pas acculer la Russie. Man kann Russland nicht an die Wand drängen. Während die Stadt an der Moskwa, die nicht aufgehört hat, sich als das dritte Rom zu bezeichnen, in Flammen aufging, meditierte der Sieger von Austerlitz, Wagram und Jena über die Vergänglichkeit des Ruhms. Die Politik dieses riesigen Reiches wird durch sein ungeheuerliches Eigengewicht und durch den Zufall bestimmt, hat er einst über Russland gesagt. Nach dem Einbruch des Winters tritt die Grande Armee den Rückzug nach Westen an, anfangs noch wohl geordnet. Aber mit einsetzendem Schneefall und Frost taumelt sie mitsamt dem napoleonischen Imperium in den Untergang. Zwischen Berezina und Jemen vollzog sich die Schicksalswende Europas. Auf dem Scheiterhaufen der russischen Autokratie wurden die blau-weiß-roten Fahnen nicht nur des Empire, sondern auch der französischen Revolution verbrannt. Mit dem Scheitern der französischen Invasion schien auch das fortschrittliche Gedankengut, das jakobinische und republikanische Erbe, endgültig ausgemerzt zu sein, dessen Errungenschaften von Napoleon in imperiales Erz gegossen worden waren. In der Schneewüste Russlands, so konnte Alexander I. glauben, verhallte der Ruf nach Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Stattdessen triumphierte nunmehr die Heilige Allianz, die konservative Interessengemeinschaft der gekrönten Häupter der angestammten Dynastie.
auf den Bällen, die die Eroberung von Paris, den Wiener Kongress, die Siegesfeiern in St. Petersburg begleiteten, wurde der Gang der Geschichte krampfhaft zurückgedreht. Alexander I. war im Verbund mit Metternich der geistige Inspirator jener monarchistischen Restauration, jener gesellschaftlichen Reaktion, die jedes freiheitliche Aufbegehren Europas bis zum Jahr des Umbruchs 1848 einschläfern, knebeln und notfalls unterdrücken sollte. Dabei war der frömmelnde russische Zar der Bezwinger Bonapartes, der vom Corpus Mysticum des christlichen Europas schwärmte, von tiefem inneren Zwiespalt heimgesucht. Bei seiner Machtergreifung im Jahr 1801 hatte er sich der Komplizenschaft bei der Ermordung seines Vaters, des Zaren Paul I., schuldig gemacht. Als im Jahr 1825 Alexander I. in Taganrog plötzlich starb, ging die Legende um, er habe sich als büßender Mönch in die Einöde zurückgezogen. Kleine Verschwörerzirkel trafen sich unterdessen in St. Petersburg und der Ukraine. Es waren Sprösslinge der vornehmsten russischen Adelsfamilien, hochdekorierte Offiziere der siegreichen zaristischen Armee. Bei ihrem Feldzug quer durch Deutschland und Frankreich, der sie bis Paris geführt hatte, hatten sie westliches, freiheitliches, revolutionäres Gedankengut aufgesogen. Die tausendköpfige Hydra der französischen Revolution, vor der die große Katharina gewarnt hatte, griff auf die aufklärerischen Geister im heiligen Russland über. Die treuesten Diener des Zarenreiches, an ihrer Spitze Fürst Trubezkoi, Graf Murawjow, Oberst Pestel, schwärmten von einer Modernisierung des Zarenreiches. Sie forderten die Abschaffung von Autokratie und Leibeigenschaft, die Ausrufung einer Verfassung, ja, die Gründung einer russischen Republik. Im Dezember 1825, 10 Jahre nach der endgültigen Niederlage Napoleons bei Waterloo, stand Russland am Rande einer elitären Adelsrevolte. Die jungen Putschisten nutzten die scheinbare Vakanz des Thrones nach dem Tod Alexanders I., um die Garderegimenter gegen die obskurantistische Selbstherrschaft der Romanow aufzubieten. Aber die Truppe verweigerte den privilegierten Reformern des Hochadels ihre Gefolgschaft. Der Ruf, es lebe die Verfassung, fand kein Echo. Hurra, Konstitutia! Nikolaus I., getragen von den beharrenden Kräften des Hofes und der Armee, trat den isolierten Aufrührern als herrischer Autokrat von Gottes Gnaden im Dezember 1825 entgegen. Das dilettantische Komplott der Dekabristen, so nannte man sie fortan, brach wie ein Kartenhaus zusammen. Über den Verschwörern entlud sich ein unerbittliches kaiserliches Strafgericht. Die russische Geschichtsschreibung hat die Dekabristen mit einem Glorienschein posthumer Verehrung umgeben. Mit aristokratischer Würde und Fassung ertrugen die Offiziere ihre Degradierung und Demütigung. 5 von ihnen wurden zum Tod durch den Strang verurteilt. Verkörperten sie wirklich jenes freiheitliche, selbstlose Gedankengut des Wohlfahrtsbundes, den sie als Verschwörungszelle gebildet hatten? Zumindest der südliche, der ukrainische Flügel der Revolte unter dem Einfluss ihres Inspirators, des Oberst Pestel, hatte sich die Schaffung eines nationalen Zentralstaates mit eindeutig totalitären Zügen zum Ziel gesetzt. Sämtliche Komploteure huldigten überdies einem großrussischen, chauvinistischen Reichsbegriff. Bei der Hinrichtung der 5 Hauptangeklagten, darunter Pestel, der angeblich für sich selbst nach der Zarenwürde getrachtet hatte, kamen die Gaffer auf ihre Kosten. Das Galgengerüst brach zusammen. Einer der Gehängten fand Zeit zu dem trotzigen Aufschrei: Für die Freiheit will ich gern zweimal sterben. Die meisten Verurteilten wurden zu langjähriger Zwangsarbeit nach Sibirien verbannt. Aus den kaiserlichen Palästen wurden die Porträts der tapferen Offiziere entfernt
die im Feldzug gegen Napoleon höchste Meriten erworben hatten. Diese vom Leben verwöhnten Söhne der höchsten Aristokratie mitsamt ihren wackeren Frauen haben die Prüfung und Erniedrigung des Zuchthauses und schwerer körperlicher Fron mit bewundernswerter Standhaftigkeit auf sich genommen. Ihre Legende überschattete die repressive Herrschaftsperiode, das hemmungslose Polizeiregime des neuen Zaren Nikolaus I. Es rumorte weiter im Zarenreich. Der Niederschlagung des Dekabristenaufstandes, so verwunderte sich der Freigeist Alexander Herzen, folgte eine widerspruchsvolle Epoche äußerer Sklaverei und innerer Freiheit. Auf den prunkvollen Bällen des Kaiserhofes fiel ein genialer Außenseiter, Alexander Puschkin, schon wegen seiner unkonventionellen Kleidung aus dem Rahmen. Er wurde von Nikolaus I. aus der festlichen Runde verstoßen. Ein stupides Duell setzte dem Leben Puschkins im Winter 1837 ein Ende. Aber die Botschaft dieses Neuschöpfers der russischen Literatur bleibt bis auf den heutigen Tag lebendig. Er hatte dem dichterischen Klassizismus den Rücken gekehrt, in Westeuropa seine romantischen Vorbilder gesucht und dem russischen Realismus tastend den Weg geöffnet. Wir wollen uns in diesem Film einem anderen Repräsentanten dieses regen und unkonventionellen Geisteslebens im Schatten der autokratischen Unterdrückung zuwenden, dem Dichter und Offizier Michail Lermontow. Im literarischen Werk dieses jungen Feuerkopfes spiegeln sich die großen romantischen Vorbilder seiner Zeit. Vor allem dem egozentrischen Engländer Lord Byron, der für die Unabhängigkeit der Griechen stritt, fühlte er sich verbannt. In der Umgebung des Autokrators Nikolaus I. konnte Lermontow nur anecken. Er betrachtet es wohl als eine Erlösung von der hohlen und eitlen Atmosphäre der Petersburger Adelsgesellschaft, als er zu einem Regiment im Kaukasus strafversetzt wurde. Die Verluste dieser Einheit im Kampf gegen die aufsässigen muslimischen Bergvölker, die Tscherkessen und Tschetschenen, waren besonders hoch. Wie Puschkin, der mit seinem Roman Der Gefangene des Kaukasus Aufsehen erregt hatte, war auch der junge Lermontow von dieser unberührten wilden Landschaft, von ihren verwegenen, todesmutigen Menschen fasziniert. Dreißig Jahre lang hat das Zarenreich seine ganze Macht mobilisieren, die Staatskasse fast erschöpfen müssen, um den islamischen Glaubenskampf unter Führung des awaren Feldherrn Imam Schamil im Kaukasus niederzuschlagen. Seltsame Widersprüchlichkeit tat sich bei Lermontow kund. In seiner Novelle Ein Held unserer Zeit, die oft wie ein Selbstporträt anmutet, wechseln sich bei der Hauptgestalt Petschorin schwärmerische, patriotische Begeisterungsfähigkeit mit menschenverachtender Skepsis ab. Hatte nicht sogar Alexander Puschkin bei all seinem Willen zur Modernität gefordert, dass sämtliche slawischen Völker wie Flüsse im russischen Meer münden müssten? Lermontow war erst 27 Jahre alt, als auch er, dem törichten Ehrenkodex seiner Zeit gehorchend, einem Duell erlag. Der junge Lermontow verkörperte einen Zwiespalt im russischen Geistesleben, der bis auf den heutigen Tag weiterdauert. Es ist der Konflikt zwischen den Westlern, den Sapatniki auf der einen Seite und den Slavophilen auf der anderen Seite, den Anhängern des altrussischen Brauchtums und der byzantinischen Tradition. Übrigens gehört der Schriftsteller Alexander Solzhenitsyn in unseren Tagen eindeutig der slavophilen Richtung an. Im 19. Jahrhundert hat sich der Autokrat Zar Nikolaus I. wenig um diese geistigen Strömungen gekümmert. Ihm schwebte der Traum vom dritten Rom weiterhin vor. Er wollte Konstantinopel zurückerobern und das türkische Reich war geschwächt. Aber bei seinen Expansionsplänen hatte der Zar nicht mit der Gegenwehr, mit der Reaktion der Westmächte, Großbritannien vor allem, und Frankreich gerechnet.
die es nicht zulassen würden, dass die Russen bis zu den Dardanellen vordringen würden und sich am östlichen Mittelmeer etablierten. Der Krimkrieg war unvermeidlich. Der Krimkrieg begann am 17. Oktober 1854 mit der Belagerung von Sebastopol. Die Strategie der Engländer und Franzosen gegen das riesige russische Imperium konzentrierte sich kurioserweise auf den Besitz dieses Hafens, also ein winziges Festungsgelände am Rande einer relativ kleinen Halbinsel am Schwarzen Meer. In der britischen Militärgeschichte ist die Attacke der leichten Kavallerie, the Charge of the Light Brigade, als glorreiches, aber völlig sinnloses Unternehmen verherrlicht worden. Für alle Welt verblüffend und fast unerklärlich war die Unfähigkeit des russischen Kolosses, trotz seiner enorm überlegenen Kräfte gegen die feindlichen Landungstruppen Front zu machen. Zar Nikolaus I. hatte von der Eroberung Konstantinopels geträumt. Er starb zu Beginn des Jahres 1855 in einer Situation, die die ganze Anfälligkeit seines despotischen Imperiums vor aller Welt bloßstellte. Nach 11-monatiger Belagerung wurde Sewastopol zur Kapitulation gezwungen und der Krieg war für Russland verloren. Der Bestand des Osmanisch-Türkischen Reiches hingegen war bis auf Weiteres gerettet. Erst die schmähliche Niederlage auf der Krim führte Russland in aller Brutalität die eigene Unzulänglichkeit vor Augen. Die düstere Misere der Leibeigenschaft, die unter Nikolaus I. als ein barbarisches Relikt der Despotie weiterwirkte, bedurfte jetzt einer radikalen Gewaltprobe. Die Zeit war reif für die von Tragik gezeichnete Emanzipationspolitik Alexanders II., der 1855 den Thron bestieg und als Befreierzar in die Geschichte einging. Das Schicksal einer jungen Frau, in der nachstalinistischen Epoche verfilmt, erscheint beispielgebend für den sozialen Umbruch, der leidenschaftlich und gewalttätig um sich griff. Der Name der Generalstochter, Sofia Perowskaja, wurde zum Symbol eines revolutionären Vorgangs, der letztlich in der Erstürmung des Winterpalastes und der Ermordung der Zarenfamilie im Jahr 1918 gipfelte. Unter den jungen Adligen und Intellektuellen war es Mode geworden, die Erneuerung, die Erlösung Russlands beim schwärmerisch verklärten einfachen Volk zu suchen. Alexander II. Hatte zwar die Leibeigenschaft im Jahr 1861 aufgehoben, aber die Verhältnisse auf dem Land hatten sich kaum gebessert. Unter geradezu kollektivistischem Zwang blieben die gesetzlich befreiten Leibeigenen weiterhin in die urslawische Dorfgemeinschaft der Obschina, in deren altertümliche Rechtsform und Haftung des Mir eingebunden. Wer sich als Bauer selbstständig machen wollte, musste sich in den meisten Fällen bis über die Ohren verschulden und wurde ein Opfer der Steuereintreiber oder Spekulanten. Beim Volk suchten die Narodniki, wie die Agrarutopisten genannt wurden, das Heil ihres Vaterlandes, eine geradezu mystische Wiedergeburt. Paradoxerweise sahen diese exaltierten jungen Leute ausgerechnet in der lähmenden Institution des Mir die originäre Idealform einer typisch russischen Lebensart. Im März 1881 holte diese jungfräuliche und asketische Elite, diese Heiligen mit blutigem Schwert und düsterem Heiligenschein, wie Berdjajew sie beschrieb, zum verzweifelten Schlag, zum Attentat gegen den Befreierzar Alexander II. Aus. Die erste Bombe verfehlte ihr Ziel. Der Zar entstieg unverwundet seiner zertrümmerten Karosse. Die zweite Bombe riss Alexander in Stück. Alle am Zarenmord Beteiligten, 4 Männer und 2 Frauen, wurden zum Tode verurteilt. Sie bekannten sich vor Gericht unerschrocken zu ihren Sozialutopien, die zum Teil aus Frankreich stammten, aber auch zu ihren terroristischen Methoden, die der russische Anarchist Bakunin im Exil gepredigt hatte. Unter militärischem Zeremoniell vollzog der Henker die Hinrichtung.
Zar Alexander II. War ermordet, doch auch die Narodnichestwo, die Bewegung derjenigen, die zum Volk gehen und vom Volk lernen wollten, erlahmte nach diesem skrupellosen Anschlag. Ein letzter Nachzügler dieser Tendenz, ein gewisser Alexander Uljanow, versuchte zwar noch im Jahre 1887 vergeblich den neuen Autokraten, Alexander III., umzubringen. Auch er wurde zum Galgen verurteilt. Sein Bruder, der sich später Wladimir Iljitsch Lenin nennen würde, sollte diese revolutionäre Entwicklung mit unvergleichlicher Energie und völlig unromantischer Systematik in eine ganz andere ideologische Richtung lenken. Kein Wunder, dass in diesen Jahrzehnten der Gärung und der Repression fast alle Russen der Oberschicht, die es sich leisten konnten, Zuflucht im Westen, vorzugsweise in den deutschen Kurorten mit ihren Thermalquellen und ihren Spielcasinos suchten. Im artifiziellen Rahmen westlicher Luxushotels und mondäner Eitelkeit trafen sich die freiheitlichen Aristokraten, die hektischen Intellektuellen und jene Schicht aufstrebender bürgerlicher Kaufleute oder Industrieller, die im Zarenreich langsam, aber unaufhaltsam an Einfluss gewannen. Fjodor Dostojewski, der größte russische Schriftsteller, hatte seine Einnahmen als Literat oft genug an den Roulette-Tischen von Baden-Baden und Bad Homburg verspielt. In dieser frivolen Welt falschen westlichen Scheins, in dieser Antithese zum heiligen bäuerlichen Russland, verpflanzte er den Helden seines Romans, der Spieler. Der liederlichen Ausschweifung einer hemmungslosen Oberschicht stellte er exemplarische Heilsgestalten entgegen. Neben dem frommen Starez Sosima beeindruckt vor allem die gütige Einfalt des Fürsten Mischkin, des Idioten, der dem Schriftsteller als Verkörperung göttlicher Erwähltheit erschien. Auch Dostojewski zerbrach am Zwiespalt seiner Generation. Er überwarf sich mit seinem Altersgenossen Turgenev, der sein Heil im Okzident suchte. In seinem düstersten Roman Die Dämonen wird Dostojewski von den eigenen Gespenstern eingeholt, von seiner Verbannung als Staatsfeind nach Omsk, nach seiner Leidenszeit als einfacher Soldat im kasachischen Semipalatinsk. Ach, die Jugend, meine Liebe. Man weiß ja, wie man sich in diesen Jahren fühlt. Die Monotonie des Adelslebens in der russischen Provinz bietet den Rahmen für die Dämonen, jene Erzählung Dostojewskis, in der er mit seherischer Begabung die tragische geistige Verirrung seiner Zeit und das Hochkommen des Nihilismus beschreibt. Und fürchten Sie nicht, dass diese Leute vielleicht doch gefährlich sind? Man wird den Faden verfolgen. Als Modell hatte er sich den Arbeitersohn Netschajew ausgesucht, einen Besessenen der Revolution um ihrer selbst willen. Übrigens, wollen Sie vielleicht die Freundlichkeit haben? In der Figur des jungen Werchowjanski zeichnet Dostojewski das Ebenbild Netschajews, der seinen eigenen Schriften zufolge im Namen des totalen Umsturzes mit jeder Moral gebrochen hat, der nur einer Wissenschaft huldigt, der der Zerstörung. Kurzum, es handelte sich um die Ideologie eines Rasenden. Vielleicht 30 cm. In der willkürlichen Beseitigung von Freunden und Gesinnungsgenossen offenbarte sich bei Werchowjanski Netschajew die totale Amoralität der revolutionären Aktion und ein menschenverachtender Wille zur Macht. In mancher Beziehung erscheint heute Dostojewski wie ein Prophet. In seiner berühmten Parabel vom Großinquisitor aus dem Roman Die Brüder Karamasow hat er bestimmt das Christentum gemeint. Aber er kündigt bereits die Pervertierung der kommunistischen Heilsbotschaft im 20. Jahrhundert. Die beiden letzten Zaren, Alexander III. Und Nikolaus II., gerieten in den Sog des großrussischen Chauvinismus. Die Polen wurden rücksichtslos unterdrückt, die Juden mit Pogromen verfolgt. Den Ukrainern wurde die eigene Sprache verboten und das Baltikum wurde russifiziert. Gleichzeitig fand eine imperiale Ausdehnung auf dem Balkan
und in Zentralasien statt. Dabei hätte sich unter Nikolaus II. Noch alles zum Guten wenden lassen, wenn er auf seine befähigten Minister Witte und Stolypin gehört hätte. Vor allem der erzkonservative Ministerpräsident Stolypin hatte eine großzügige Bauernreform vorgeschlagen, die dem Bolschewismus und der Revolution möglicherweise den Boden entzogen hätte, wenn sie verwirklicht worden wäre. So urteilt zumindest kein Geringerer als Leo Trotzki. Aber ähnlich wie Ludwig XVI. Von Frankreich war Nikolaus II. In keiner Weise gewappnet für den Aufruhr und die revolutionäre Stimmung seiner Zeit. Er konnte sie nicht kanalisieren. Und das Schicksal nahm seinen Lauf. Im März 1894 bestieg Nikolaus II., der vorläufig letzte Zar der Romanow-Dynastie, den Thron Peters des Großen. Inzwischen war der Kinematograph erfunden, die Bilder hatten das Laufen gelernt. Nahtlos fügte sich der neue Monarch in das Polizei- und Unterdrückungsregime, das ihm sein Vater Alexander III. Hinterlassen und eindringlich ans Herz gelegt hatte. Er sah darin das einzige gottgewollte System, um das heilige Russland zu regieren. In seinen autokratischen Allüren wurde der fachlose und willensschwache Nikolaus II. Durch seine ehrgeizige Frau bestärkt. Alexandra Fjodorowna, wie sie sich seit ihrer Eheschließung nennen ließ, entstammte, wie so viele Zarinnen vor ihr, einem deutschen Geschlecht, dem Hause Hessen-Darmstadt. In St. Petersburg gefiel man sich in militärischen Demonstrationen und huldigte dem ererbten Übel der Paradomanie. Das russische Imperium liebäugelte mit einer hemmungslosen territorialen Expansion in alle Himmelsrichtungen. Seit der Niederlage des Krimkrieges hatte das panslawistische Gedankengut, der großrussische Chauvinismus, über alle halbwegs liberalen, westlich orientierten Tendenzen gesiegt. Auf dem Balkan warteten die Armeen des Zaren nur auf die Gelegenheit, die Habsburger Doppelmonarchie zu beerben und den Marsch auf Istanbul wieder aufzunehmen. Im fernen Osten nutzte die Petersburger Ausdehnungspolitik die Schwäche der maroden Qing-Dynastie, um sich die riesige Mandschurei de facto einzuverleiben. Der Hafenport Arthur, in Reichweite Japans gelegen, wurde zur vorgeschobenen Bastion russischer Macht ausgebaut. In Ostasien wurde die Herrschaft Nikolaus II. Von einer militärischen Katastrophe eingeholt, von der sie sich nicht mehr erholen sollte. Im März 1904 griff die japanische Armee und Marine in einem Überraschungsschlag die russische Festung Port Arthur an und eroberte sie nach schweren Kämpfen. Die Russen sahen sich in ihren fernöstlichen Besitzungen plötzlich mit einer asiatischen Großmacht konfrontiert. Die Japaner warfen die Armeen des Zaren auf breiter Front in der Mandschurei zurück. In der Meerenge von Tsushima wurde die zaristische Flotte, die den endlosen Seeweg von ihren europäischen Häfen ins chinesische Meer angetreten hatte, auf Grund geschickt. Die Japaner versenkten die russische Armada und zwangen dem Zarenthron den demütigenden Frieden von Portsmouth auf. Der schwächliche Nikolaus II. War der Situation in keiner Weise gewachsen. Das ganze Reich war in einem Zustand des Aufruhrs und der Auflösung. In den Städten traten Agitatoren auf, die den naiven Vorstellungen der Narodniki längst den Rücken gekehrt hatten und im revolutionären Sozialismus in den Lehren von Karl Marx und anderer deutscher Theoretiker des Klassenkampfes das neue utopische Ziel, die Diktatur des Proletariats, das Paradies der Werktätigen suchten. Sogar die Bauernmassen lehnten sich gegen ihre zunehmende Verelendung und Ausbeutung auf. Streiks lähmten die industrielle Produktion. Im Januar 1905 versammelte sich das Volk von St. Petersburg und zog zum Winterpalast. Es wollte vom Autokraten, der bei weiten Teilen des Volkes immer noch als Hoffnungsträger verehrt wurde, die Proklamation der längst fälligen Reformen an Haupt und Gliedern erbitten. Selbst ein Teil des Adels verlangte jetzt nach einer Verfassung und nach parlamentarischer Mitwirkung im Rahmen eines modernisierten Staates.
Die friedliche Demonstration von Petersburg wurde zum blutigen Sonntag. Provokateure der Ochrana, jene allmächtigen Geheimpolizei, die in die Spuren der berüchtigten Opritschnina Iwans des Schrecklichen getreten war, lösten das Gemetzel aus. Die Palastgarde schoss blindlings in die Menge. Zwar wurde im Anschluss an diese Tragödie ein erster Ansatz zu repräsentativer Demokratie in einer Duma mit eng begrenzten Prärogativen oktroyiert. Doch die Kluft zwischen dem Zarenthron und den Untertanen schien zum ersten Mal in der russischen Geschichte auf irreparable Weise aufgerissen. Dabei hätte sich alles noch zum Guten wenden können. Im ausgehenden 19. Jahrhundert hatte eine phänomenale wirtschaftliche und industrielle Entwicklung Russlands eingesetzt. Im Wesentlichen war es ausländisches Kapital, das in diesem riesigen Land mit den unermesslichen Bodenschätzen investierte. Eine neue Schicht russischer Unternehmer nahm an dieser Entwicklung beachtlichen Anteil. Die darbende Bauernmasse, die immer noch 80% der Bevölkerung ausmachte, flüchtete aus den armseligen Dörfern in die neu entstehenden Industrie- und Grubenzentren. Sie bot ihre billige und willige Arbeitskraft an. Vor allem französische Staatsanleihen ermöglichten den Ausbau eines beachtlichen Eisenbahnnetzes, das sich bis in die fernsten Regionen verästelte, ganz Sibirien durchzog und kurz vor Ausbruch des russisch-japanischen Krieges die Pazifikküste erreichte. Die Generalität sah in der Auslösung einer kriegerischen Konfrontation mit den Mittelmächten die einzige Hoffnung, ihre chauvinistischen Ambitionen zu befriedigen, die innere Situation zu stabilisieren und Russland wieder zum Gendarmen Europas zu machen. Die Allianz mit Frankreich zielte auf eine Einkreisung des Wilhelminischen Reiches hin. Blindlings stolperte das Imperium in maßloser Überschätzung seiner Kräfte in den Ersten Weltkrieg. Aus der Tiefe Sibiriens kam neues Verhängnis auf Russland zu. Ein völlig ungebildeter Mönch namens Rasputin hatte dort von sich reden gemacht. Bei den unwissenden Bauern gab er sich als Wundertäter, als gottgefälliger Starez aus. Und tue Zeit auf die Tür, auf dass Christus zu euch komme. Die orthodoxe Kirche, die sich seiner charismatischen Gaben zunächst bedienen wollte, distanzierte sich von diesem seltsamen Heiligen, als sie seinen maßlosen Ehrgeiz und seinen liederlichen Lebenswandel durchschaute. Aber da war es zu spät. Grigori Rasputin hatte Zugang bei Hofe gefunden und besaß vor allem in der deutschstämmigen Zarin Alexandra eine überzeugte und ergebene Anhängerin. Dem seltsamen Mönch war es nämlich dank seiner hypnotischen Gaben gelungen, die lebensgefährlichen Blutungen des kleinen Zarewitsch Alexei zum Stillstand zu bringen. Der Zarensohn litt an unheilbarer Hämophilie und nur Rasputin, so schien es, war in der Lage, seine Krankheit einzudämmen. Der falsche Starez gewann sogar Zugang zu Nikolaus II., der ihn als seinen Freund bezeichnete. Er spielte sich als politischer und moralischer Ratgeber der Zarenfamilie auf. Fast 10 Jahre hat diese schleichende Einflussnahme gedauert, die vermutlich von den empörten Gegnern des Mönches weit überschätzt wurde, die jedoch zur negativen Auslese an der Spitze des Staates beitrug. Immerhin hatte Rasputin den Zaren dringend davor gewarnt, sich in das drohende Inferno des Ersten Weltkrieges hineinziehen zu lassen. Seine Bestechlichkeit und sein anstößiger Lebenswandel lösten schließlich im Januar 1916 eine Adelsverschwörung aus, die im Hause des Fürsten Jusupow, Nachkomme eines alten Tatarengeschlechts, zur Ermordung Rasputins führte. Zu diesem Zeitpunkt tobten bereits die Materialschlachten in West- und Osteuropa. Die russischen Armeen erlitten fürchterliche Verluste.
Nikolaus II. Versuchte vergeblich, durch seine Anwesenheit im Hauptquartier von Mogilow Volksnähe zu beweisen. Das Imperium war reif für den Zusammenbruch. Der russische Mujik war nicht mehr bereit, für ein Vaterland und eine Monarchie zu sterben, die ihm nur Elend und Tod gebracht hatten. Die totale Unfähigkeit des Zaren, einen Wandel einzuleiten, und die verstockte Arroganz Alexandra Fjodorownas taten ein Übriges. Eine erste bürgerlich und sozialdemokratisch orientierte Revolution unter dem liberalen Reformer Kerensky zwang den Zaren zur Abdankung. Doch Kerensky beging den entscheidenden Fehler, den unwiderstehlichen Friedenswillen des leidenden russischen Volkes gering zu achten. Indem er den Krieg gegen die Mittelmächte weiterführte und sogar eine zusätzliche verlustreiche Offensive einleitete, beschwor er den eigenen Sturz. Die Stunde war reif für Wladimir Iljitsch Lenin und die kommunistischen Thesen von der klassenlosen Gesellschaft, von der Diktatur des Proletariats, für die Ideologie des dialektischen Materialismus. Aber kommen wir zum eigentlichen Problem. Wenn ich in den Die theokratische Vision vom dritten Rom wurde abgelöst vom bolschewistischen Traum der Weltrevolution. Doch darf man eine Gelegenheit ausschlagen, so schnell nach Petrograd zu kommen? Eine einmalige Gelegenheit. Ja, aber vielleicht ist der Preis zu hoch. Die Verfilmung Der Zug schildert die Reise Lenins im plombierten Waggon von Zürich, wo er im Exil konspiriert hatte, durch das Deutsche Reich in Richtung Finnland. Der deutsche Generalstab hatte beschlossen, die radikalste Fraktion der russischen Revolutionäre zu begünstigen, die sich als Bolschewiki bezeichnete. Erst Lenin sollte den Marxismus zu jenem unerbittlichen Instrument des Klassenkampfes und der unmenschlichen Kollektivierung umfunktionieren, das ab 1924 dem Tyrannen Josef Stalin den Weg zur totalen Willkür und Macht ebnet. Die Rechnung des deutschen Generalstabes sollte im Frühjahr 1918 beim Abschluss des Vertrages von Brest-Litowsk aufgehen. Lenin schloss mit dem Wilhelminischen Reich einen Frieden um jeden Preis und nahm immense territoriale Opfer in Kauf. Für die Mittelmächte kam dieser Sieg an der Ostfront dennoch zu spät. Auch in Berlin und Wien wankten bereits die Throne. Die Oktoberrevolution des Jahres 1917 wollen wir an dieser Stelle als Mythos zeigen, als die grandios verzerrte Geschichtsfälschung des Regisseurs Eisenstein. Der Sturm auf dem Winterpalast hat sich sehr viel prosaischer, harmloser vollzogen, als diese bombastischen Bilder glauben machen. Die Historie wurde in St. Petersburg auf ähnliche Weise manipuliert, wie das bereits bei der Erstürmung der Bastille in Paris praktiziert worden war. Das Zarenreich hat den meuternden Matrosen und den ersten Rotarmisten kaum Widerstand geleistet. Als einziger Schutz der Hauptstadt wurden das Kadettenkorps und ein Frauenbataillon aufgeboten. Die Revolutionäre hatten leichtes Spiel. Der Zar und seine Familie befanden sich ohnehin weit ab von St. Petersburg, das sich in jenen Tagen den Namen Leningrad verdiente, in der sibirischen Stadt Tobolsk. Von dort wurde der gestürzte Monarch unter der Eskorte lettischer Schützen als Gefangener in die Stadt Jekaterinburg transportiert, die später in Sverdlovsk umbenannt wurde. Dort wurden im Juli 1918 der letzte Autokrator der Romanow-Dynastie, seine Frau und seine Kinder im Keller des Ipatjew-Hauses ermordet. Damit an dieser Stelle keine verspätete Kultstätte, kein Märtyrergedenken aufkommen könne, ließen die kommunistischen Behörden von Sverdlovsk noch im Jahre 1981
das Haus Ipatjew dem Erdboden gleichmachen. Der verantwortliche kommunistische Parteisekretär von Sverdlovsk, der diese Aktion befehligte, trug den Namen Boris Jelzin. Er konnte damals nicht ahnen, dass er eines Tages als gewählter Präsident Russlands die Nachfolge des ermordeten Zaren Nikolaus II. Antreten würde. Seit der Ermordung des Zaren Nikolaus II., seit der Abschaffung der russischen Monarchie, sind nunmehr 75 Jahre vergangen. Aber überall in Moskau, sogar im russischen Parlamentsgebäude, stößt der verblüffte Besucher auf zahllose Gemälde und Fotos des letzten Romanow-Herrschers. Schon ist die offizielle Rehabilitierung Nikolaus II. In volkstümliche Schwärmerei ausgeartet. Allen Ernstes diskutieren die orthodoxen Kleriker, ob man diesen Märtyrer-Zar heilig sprechen soll. Als Großfürst Wladimir, der letzte Thronanwärter der Romanow-Dynastie, der sein Leben im Pariser Exil verbracht hatte, im April 1992 starb, wurde er in St. Petersburg bestattet. Da sammelten sich die Repräsentanten monarchischer Nostalgie zu einer gespenstischen Erinnerungszeremonie. Schon wird nach einem neuen Prätendenten Ausschau gehalten. In paradoxer Eintracht treffen sich in Moskau auf dem Roten Platz die verbissenen, rückwärtsgewandten Gegner der Demokratie, sowohl unter den schwarz-gelb-weißen Fahnen des Zarentums als auch unter dem roten Banner der gescheiterten Weltrevolution. Sogar das Andreaskreuz kommt zu Ehren. Die Zarenverehrer und die Zarenmörder finden auf seltsamen Umwegen zueinander. Und auch das ist kein einmaliger Vorgang in der blutverkrusteten moskowitischen Erbfolge. Sehen Sie um 19.30 Uhr den vierten und letzten Teil der Dokumentation unter Kreuz und Knute. Erst überschrieben.